Influencer, die neuen Popstars, schön und reich. So zu werden wie sie, für viele Teenager ein Traum. Online haben sie Millionen Fans und Follower. Aber auch Millionen auf dem Konto? Der Markt ist nach oben eigentlich offen. Also sie können durchaus Hunderttausende im Monat verdienen, wenn sie entsprechend Reichweite aufgebaut haben. Millionen Abonnenten. Was heißt das fürs Portemonnaie? Bei YouTube irgendwas zwischen 2.000 und 30.000 Euro pro Monat, also auch bis zu 500.000 im Jahr sind da auch möglich. Felix Beilharz ist Experte für Social Media. Nur wenige Online-Stars sprechen konkret über das, was sie verdienen. Eine Ausnahme ist Montana Black. Man verdient wahrscheinlich als der Streamer in einem Monat mehr Geld als viele in ein oder zwei Jahren. Aber woher kommt das Geld? Montana Black macht auf jeden Fall auch Einnahmen durch Werbung, ja, bei Twitch, bei YouTube, durch die Werbeeinnahmen in den Videos, die da passieren und eben durch Kooperationen verschiedener Art. Von der Größenordnung her kann man sagen, dass da auch wahrscheinlich ein guter sechsstelliger Betrag im Monat bei rumkommt, also jährlich auch auf jeden Fall im siebenstelligen Bereich, also um ein paar Millionen werden da schon fließen. Was verdienen erfolgreiche Influencer wirklich? Zwei von ihnen verraten es uns. Ich bin Gustav Gabel, 33 Jahre alt, Content Creator und Influencer vom Beruf. So kennen ihn seine Follower. Digga, was soll ich denn machen? Das ist kein Rage, ich muss einfach mal ein bisschen Luft lassen. Tausende Fans sind live dabei, wenn Gustav Gabel online ist. Seine Videos werden monatlich bis zu 1 Million Mal geklickt. Hallo und herzlich willkommen. Kommt rein. Und hier ist er zu Hause. Das hier ist meine Küche. Das ist mein Wohnzimmer. Und das hier ist meine wichtigste Auszeichnung, die ersten 100.000 Abonnenten auf YouTube. Arbeit heißt für ihn, Online-Spiele zocken und kommentieren. Seinen Erfolg dabei erklärt er so. Ich mache YouTube-Videos, in denen ich vor allen Dingen das Ganze unterhaltend lustig schneide. Ich möchte den Leuten ein Lächeln abgewinnen und dabei spiele ich Spiele und reagiere explizit sehr emotional auf Sachen, die im Spiel passieren. Oh! Ein Großteil seines Lebens hat er hier verbracht. Das ist ja nicht nur mein Beruf, sondern auch schon seit Kindesalter meine Leidenschaft. Und ich würde, also Zehntausende, und ich sage jetzt einfach mal so was wie 50.000 Stunden wahrscheinlich. Bescheuert natürlich, aber das ist, ich liebe das. Nee, mein Freund, nee. Oft spielt der 33-jährige Warzone. Ein Spiel, bei dem er seine Gegner erschießen muss. Ein sogenannter Ego-Shooter. Ein Computerspiel, das viele kritisch sehen. Ich bin an der Präzision interessiert. Mir ist es nicht wichtig, was ich da, was repräsentiert ist, was ich da gerade tue, weil ich niemals auf einen Menschen zielen könnte mit einer Waffe. Aber es ist dieser Sport von Genauigkeit, von Taktik, und das macht einfach Spaß. Dieser Spaß aber ist für Gustav Gabel auch disziplinierte Arbeit, die an die Substanz gehen kann. Ich stehe grundsätzlich ungefähr um 9 bis 10 Uhr auf und dann frühstücke ich. Trinke zwei Kaffee und dann ab 10 Uhr gehe ich hier hoch, mache erst ein Video und ab 14 Uhr streame ich 8 Stunden ungefähr. Wenn ich einen 12-Stunden-Stream mache, dann bin ich danach klinisch tot im Kopf quasi. Und um nach der Arbeit zu entspannen, setzt er sich vor den Computer. 1-2 Stunden irgendein YouTube-Video gucken, irgendwas Sinnloses machen, einfach den Kopf freikriegen, dann geht's. Nach einem Stream guckst du YouTube, um runterzukommen. Ja, ich bin Stubenhocker. Ein richtiger Stubenhocker. 2 Tage die Woche spielt er meistens nicht. Diese Pausen einzulegen, das musste er aber erst lernen. Über 2 Jahre ist es her, als ihm sein Erfolg, das ewige Online-Sein, zum Verhängnis wurde. Depression, Burnout, also ich war ausgebrannt, kurz gesagt. Ich hatte nichts mehr in mir, ich war unfassbar unzufrieden. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil Erfolg da war, Leute es erwartet haben. Das ist eine große Erwartungshaltung. Ich habe das einfach nicht mehr geschafft. Ging nicht mehr. Im Fokus seiner Fangemeinde. Und die will Gustav Gabel sehen. Je mehr, desto besser. Heute aber schafft es der Influencer, seine Arbeit zu dosieren. Manchmal macht er jetzt einfach Schluss. Ich glaube, ich kann gerade nichts zocken. Ich bin einfach, innerlich bin ich zu aufgewühlt und fertig gleichzeitig. Ich zocke eben nicht nur, sondern ich unterhalte. Und das ist ein Riesenunterschied. Das könnte jeder mal gerne probieren.
setze ich einfach an den PC und rede 8 Stunden in eine Kamera rein. Mal sehen, was das mit dir macht. Also ich stimme zu, wenn ich am PC sitze und 8 Stunden zocke, einfach so, ja, ist halt Freizeit auf jeden Fall. Aber in dem Moment, wo du redest, unterhältst und versuchst emotional dich nahbar zu machen, das ist anstrengend. London, rund 1000 Kilometer entfernt. In der britischen Metropole lebt und arbeitet ein anderer deutscher Influencer. Hallo SternTV-Publikum, mein Name ist Niklas Steenfert. Ich bin Softwareentwickler bei Facebook und seit letztem Jahr selbstständiger Content-Creator. Der Hamburger produziert Videos für YouTube. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Dieser Kanal ist genau der richtige für dich, wenn du irgendeine Karriere im Informatikbereich anstrebst. Niklas Steenfert hat eine beeindruckende Geschichte. Abi mit 17 Jahren, Studium in Hamburg, Cambridge, Paris. Jetzt mit 27 lebt und arbeitet er in dieser Wohnung in London. Und davon erzählt er seit einem Jahr bei YouTube. Beispielsweise, wie er seinen Tag organisiert. Mit einem sogenannten Fokusblock. Wenn ich so einen Fokusblock mache, dann muss das nicht heißen, dass ich programmiere. Heißt es oft, aber es kann auch heißen, dass ich zum Beispiel in einem Dokument schreibe, wo ich zusammenfasse, was ich denke, dass aufgrund meiner Analyse unsere Strategie für die nächsten paar Monate sein sollte. Spezialwissen und Tipps aus der digitalen Arbeitswelt. 130.000 Abonnenten hat er schon. Und damit verdient er gutes Geld. Neben seinem Hauptjob bei Facebook. Dort kümmert er sich darum, dass möglichst wenig verbotene Inhalte gepostet werden. Und wie das funktioniert, was man da für Buttons hat, wo man klicken kann, dass man Sachen melden kann, wie, was man dann angeben muss für Daten, das ist mein Team, das sich darum kümmert. Wie und wo er für Facebook arbeitet, entscheidet er selbst. Hauptsache, die Arbeit wird erledigt. Dafür bekommt Steenfert viel Geld. Das fing schon bei seiner Vertragsunterschrift an. Der Cash-Bonus, den man sofort ausgezahlt kriegt, sind 24.000 Pfund bei mir gewesen. Erfolgreicher Programmierer und Influencer zu sein, das lohnt sich. Bei Facebook verdiene ich ungefähr 19.000 Euro brutto pro Monat und bei YouTube ungefähr 5.000 Euro pro Monat. Zurück bei dem Online-Gamer Gustav Gabel in Halle an der Saale. Feierabend. Trotzdem noch schnell ein Foto für seine Follower. Der 33-Jährige lebt sehr gut von seinem Fulltime-Job als Influencer. Ein großer Discounter gibt ihm Geld, unter anderem dafür, dass das Logo der Firma zu sehen ist, wenn er spielt. Ewig habe ich gar nichts damit verdient und dann irgendwann plötzlich kamen große Aufträge rein. Irgendwann habe ich verstanden, dass ich das einfach wert bin, dass Leute in mich investieren, weil das einfach Sinn macht wirtschaftlich, so blöd das klingt. Und ich habe das Gefühl, dass ich genug Arbeit reinstecke, dass ich das auch einfach verdient habe. Und was er exakt als erfolgreicher Influencer verdient, das verrät er uns als einer der wenigen aus der Branche. Ich verdiene etwa 20.000 Euro im Monat. Ich bin damit mehr als zufrieden.